Ja, die Erholungsphase ist natürlich etwas vom Wichtigsten. Gerade wenn man so viel Spiel in so kurzer Zeit hat, auf dem Niveau. Da versucht man natürlich alles, dass man direkt nach dem Spiel wieder alles kann so anbringen kann, wie das vorher war. Wir machen das mit verschiedenen Trinken, mit Kohlenhydraten wieder zu sich nehmen. Dass man einfach ja, schon auf der Rückfahrt ins Hotel, dass man dort wieder keine Zeit verliert und schon dort wieder zur Kraft kommt. Weil eigentlich die Phase, ja, das sagen uns auch die Leute, so genau weiss ich auch nicht, aber die sagen halt, dass die Phase gerade wirklich nach dem Spiel, nach der Belastung, ist eigentlich die wichtigste, weil dort eigentlich die Muskeln, die verschiedenen Zellen eigentlich kaputt sind, dass man dort wieder, den wieder repariert und so auch kann vorbeugen für das nächste Spiel, dass man nicht irgendwelche ja, schon kleine Risse oder so in der Muskel hat, die dann zu einer Verletzung führen und zu einem Ausfall, weil das ist ja wirklich das Wichtigste. Und ich glaube, wenn man gesehen hat, an der WM, wo wir wirklich am Freitag gespielt haben, nachher am Montag, wo wir wirklich einfach nur zwei Tage hatten zur Erholung, wenn sich die einen erinnern an das Spiel gegen die Ukraine, wo wir dann wirklich schon oder blöderweise rausgefallen sind, dass dort einfach gar nicht mehr die Leistung gebracht worden ist von allen Spielern, auch von der Gegenseite nicht, weil einfach die Erholungsphase nicht da war. Und da sieht man einfach, wie wichtig das die Phase auch ist. Und dazu kommt natürlich, dass man da auch dann im Hotel versucht zu nutzen. Die verschiedenen Wellness-Möglichkeiten, wo wir glücklicherweise in diesen Hotels haben, wo wir ja auch immer sind, in diesen wirklich luxuriösen Hotels, mit Sauna, mit Whirlpool, mit Dampfbad, mit Massagemöglichkeiten, wo wir natürlich auch immer wieder von unseren Physiotherapeuten in Anspruch nehmen. Das ist einfach wichtig und da wird manchmal vergessen, gerade wenn man Kollegen erzählt, ja, ich habe jetzt dann gerade Massagen und so, die, ja, schön und hier und her, aber das ist natürlich schon für uns wirklich ein wichtiger Bestandteil und es gehört einfach auch dazu. Und da sind wir natürlich froh, dass wir wirklich auch immer die Möglichkeiten in diesen Top-Hotels, wo wir ja immer logieren, dass wir die auch haben.